Buenos dias. You are watching the international version with international subtitles. Hello, I'm Bastian. Indeed. Don't forget to choose your subtitles by clicking in the menu bar, or indeed if you prefer English subtitles or German subtitles. And then choose down. Choose down. Also, thank you very much to these guys here, without whom this episode would not have been possible. So, thank you. Thank you. And have fun. Have fun. Also wenn wir nicht zu diesem neuen Apple Mega Store gehen. Und auch nicht zu meinem Lieblings-Müsli-Laden. Und warum zum Geiern hast du mich denn dann von meinem Laptop weggerissen? Bastian, ich will, dass du guckst Flora. Elodie, ich will nicht Flora gucken. Ich will mein Webinar über HTML... Bastian, ich will nur, dass du bist glücklich, Sherry. La mission Casebastian peut commencer. Elodie! Das ist Bastian, weißt du, von dem ich dir erzählt. Also, wie findest du? Er ist ein bisschen was individuell, aber niedlich. Vertrau mir, Flora. Bastian ist genau, was du brauchst, Narik. Dieses ganze Muskel- und Bad Boy-Ding, du kannst vergessen. Bastian, dich wird nie betrügen, nie per SMS machen Schluss mit dir und niemals, niemals vergessen deinen Geburtstag. Er ist ein Geschenk an die Frauenwelt. Ja, die Geschenkverpackung ist noch nicht so der Hammer. Aber du kannst uns ja mal vorstellen. Très bien. Bastian! Ja, Sherry, Elodie? Bastian. Du musst etwas wissen. Ich hab dich hier gebracht, damit ich Flora sehen kann. Ich weiß. Und mir gefällt, was ich sehe. Je sais pas ce qu'elle a, Sophia. Franchement, il se débrouille pas si mal que ça. Bravo, Bastian. Aber ich habe noch ein paar wichtige Fragen, bevor ich mich entscheide. Fragen? Nur um sicherzustellen, dass sie auch die richtige für mich ist. Oh, en plus pour lui, c'est du sérieux. Flora, tu me remercieras. Ich bin sicher, sie ist. Ja, aber frei. Also, nur wegen der Größe. Ändert sich da noch was? Nein, die Größe bleibt so. Aber ist es denn so wichtig? Mir schon. Nächste Frage. Ich höre in meinem Zimmer gerne klassische Musik. Ist das okay für Sie? Das wird sie wahrscheinlich aushalten, ja. Okay. Letzte Frage. Wie viel Aufmerksamkeit ist denn nötig? Ich meine, ich bin ja nicht immer da und habe auch nicht immer Zeit und Lust, mich zu kümmern. Wäre das ein Problem? Naja, sie hätte schon gern deine volle Aufmerksamkeit. Na, wenn das so ist, dann schaue ich mich lieber nochmal um. Meine letzte ist nämlich eingegangen, weil ich nicht genug Zeit hatte. Außerdem war ich manchmal auch etwas grob zu ihr, wenn ich einen schlechten Tag hatte. Aber diesmal mache ich alles besser. Vielleicht hast du ja ein paar Tipps für mich. Incasable. Elodie, kann ich kurz unter vier Augen sprechen? Jetzt! Je sais vraiment pas pourquoi je fais ça pour toi, espèce d'allemand fétichiste de plante. Alles okay, deine Augen zucken so. Sag mal, sollten wir die ganzen Fragen, hm? Bastian interessiert sich für dich. Er will sicher sein, dass du bist die Richtige. Das ist eine gute Sache. Er will dir nicht verletzen. Hm, genau. Das ist alles Teil von seinem Charme. Hm? Und ist an der Tür lauschen auch Teil seines Charmes? Hm? Ja.
den Boden mit euch, ihr Süßen. Ich habe eine Waffe. Hör zu, Flora. Gib ihm eine Chance. Du hast gesagt, du willst kennenlernen einen Gentleman und nicht irgendein unreif Sextoy. Und Bastian, er ist verrückt nach dir. Nein, er ist nur verrückt. Er ist sensibel, mitfühlend, zärtlich. Hey, du da! Spiel hier nicht den Helden. Non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Ich habe eine neue Pflanze gefunden! Bist du sicher, Bastian, dass du nicht willst gehen raus und weitersuchen? Okay. Chérie. Also, soll ich ihm deine Nummer geben? Ja, klar, Elodie. Mein Ex war ja nur ein Macho-Schwein. Was ich jetzt brauche, ist ein Psychopath. Oder ein Massenmörder. Ja. Jetzt seh gut. Schleidest du mit mir? Nein, Bastian. Verdammtes Luder. Wie hast du mich genannt? Du hast mich schon verstanden. Heure précise à laquelle Bastian a ruiné ma vie. 14h27. Bastian! Eifersüchtig? Keine Sorge, es gibt genug Bastian für alle. Du sexy französischer Frosch. Der sexy Frosch wird dich gleich erwürgen. Ich mag's hart. Ich glaube, wir müssen los. Willst du mich denn nicht mehr glücklich machen, Cherie? Bastian! Ich glaube, wir gehen besser nach Hause und ich bring dich ins Bett. Hello and thanks for watching another episode of Points of View on viele Grüße von Elodie und Sophia. If you haven't seen last week's episode, you can catch up by clicking on the yellow window down there in the corner. Und wenn ihr unseren Channel abonnieren wollt, müsst ihr rechts oben auf unser Logo klicken. And up there, you'll see the bonus video of the week, which I have absolutely no idea what it is. Das ist eine Überraschung. Exactly. Hier unten rechts findet ihr all die Leute, die mir geholfen haben, diese Episode zu veröffentlichen. So thanks again for watching and see you next week for another episode of Points of View. Ciao. Tschüss. Bye. Paka. Au revoir.